Galgenhumor mit ordentlich Bassdruck. Die endgültige Ruhe drohe vielen Clubs und Diskotheken wirklich, so die Berliner Partyszene. Schuld sei die GEMA. Die stellt ab 2013 ihr Gebührensystem um. Gegen die neuen GEMA-Tarife demonstrieren in Berlin Hunderte, darunter viele Clubbetreiber. Das ist einfach der Tod der Clubkultur, der Tod der Veranstalter. Das ist eine gesellschaftliche Veränderung, die man noch gar nicht absehen kann. Ab 1. Januar sei also Schluss mit lustig auf den Tanzflächen Deutschlands. Und Schuld soll die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA, sein. Die GEMA kassiert Geld von den Clubs für die gespielte Musik und leitet sie an die Urheber weiter. Rund 850 Millionen Euro nimmt sie dadurch pro Jahr ein. 10% vom Eintrittspreis will die GEMA in Zukunft für sich haben. Pressekonferenz der GEMA in Berlin. Die Rede vom drohenden Clubsterben sei Panikmache, heißt es. Eine gezielte Kampagne des Hotel- und Gaststättenverbandes. Rund 60% der Clubbetreiber würden sogar durch das neue System entlastet. Und schließlich sei die Musik ja der Kern ihres Geschäftsmodells. Wenn Sie sich für Club A oder B entscheiden, dann tun Sie das nicht, weil das Bier im Club A besser schmeckt als in Club B. Sie tun das, weil die Musik in Club A Ihren Vorlieben entspricht und deshalb wählen Sie Club A. Und das ist aus unserer Sicht eine Basis, die auf die der Musiknutzung und den Werken unserer Musik Urheber beruht. Also das ist die wirtschaftliche Grundlage eines Clubs. 10% für die GEMA klingen ja erstmal nach nicht viel, sagen die demonstrierenden Clubbesitzer. Die GEMA verschweige aber eine Reihe weiterer Gebühren. In ihren Modellrechnungen sind die Partymacher auf Erhöhungen ihres GEMA-Anteils von bis zu 1000% gekommen. Als Grund vermuten viele lediglich ein Einnahmeninteresse der GEMA. Weil sie nicht genug kriegen, weil der Tonträgermarkt in Deutschland eingebrochen ist und wir jetzt halt merken, jetzt sollen hier Gewinne erzielt werden, Einnahmen erzielt werden über die Veranstaltungsbranche, Clubkultur und so weiter. Und das können wir nicht zulassen und das werden wir verhindern. Mögliche Folgen von höheren Abgaben wären steigende Eintritts- und Getränkepreise und damit für viele Betreiber das Ende. In Berlin hängen an der Clubszene rund 10.000 Arbeitsplätze. Schätzungen zufolge kommen jedes Wochenende allein 10.000 Touristen nur wegen der Clubs nach Berlin. Die Leute kommen nach Berlin, um günstig zu feiern, gut zu feiern. Und wenn die GEMA das zerstören würde durch so eine komischen Tarifvorstellungen, die total realitätsfern sind, dann verstehe ich nicht, wie das hier in Berlin weitergehen soll. Also ich habe mit der Tarifreform der GEMA folgendes Problem, dass ich jedes Wochenende mit meinen Freunden in Clubs verbringe und neue Leute kennenlerne und diese Tarifreform einfach diese Kultur zerstören würde. Die GEMA ist meiner Meinung nach ein zwischengeschaltetes Etwas, was viel zu viel Geld für die Verwaltung irgendwie verschwendet und der Künstler hat davon halt überhaupt nichts. GEMA ist die Mafia. Noch ist das neue Tarifsystem nicht durch. Ein Schiedsverfahren beim Deutschen Patentamt prüft derzeit die Pläne. Nach dem Streit um Musikvideos bei YouTube und der drastischen Erhöhung der Abgaben für USB-Sticks ein dritter Fall, mit dem die GEMA an Akzeptanz gerade bei jungen Leuten verliert.